Wir sind soweit. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Nun gut. Huch. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf. Der hat doch mit dem irgendwas abgeschlossen, irgendwie etwas, was ihm Vorteile bringt. Ansonsten würde er ihm doch nicht helfen wollen. So wie wir ihn bisher kennenlernen durften, wie er ihn nicht guckt. Aber, Junge, du hast dir das... Hast es gerade vor all deinen Kollegen hier preisgegeben. Ich interessiere mich für die Wahl des neuen Abtes. Nicht nur du. Alle sind deshalb so aufgeregt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, wie wir aus diesem Kloster einen besseren Ort machen könnten. Was ist denn nicht in Ordnung hier? Viele der Brüder denken lieber an ihren Bauch als ans Beten. Die Älteren verbiegen die Ordensregeln, wie es ihnen passt. Umso mehr treiben sie die Novizen zu einem vorbildlichen Leben an. Die Sünde hat hier längst Einzug gehalten, genau wie außerhalb der Mauern. Ich meine, bevor wir uns ein vollständiges Bild zu Nevla machen, sollten wir uns erstmal ihn anhören, was er so denkt, denn andere können uns ja auch ganz viel erzählen. Wir kennen sie ja noch nicht, deswegen frage ich auch bei ihm so, wie er denkt und was er tut und macht. Von welchen Sünden sprichst du? In der Bibel steht geschrieben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es steht mir nicht zu, über die Sünden anderer zu sprechen, Gregor. Würdest du mir erzählen, wie der neue Abt gewählt wird? Wenn der alte Abt stirbt, wird ein neuer gewählt. Alle Brüder dürfen wählen, außer die Novizen. Der Stab des alten Abtes wird an den neuen übergeben und dann schwört er den Eid. Als Abt befasst man sich meist mit der Politik außerhalb der Klostermauern, anstatt das Kloster zu führen. Aber man hat trotzdem noch großen Einfluss auf das Klosterleben. Ich würde gern mehr über Bruder Johann erfahren. Ich spreche ungern schlecht von anderen, aber die Brüder hätten sich keinen schlimmeren Repräsentanten als Zirkator Johann aussuchen können. Er ist ein Ränkeschmied, der Wasser predigt und Wein trinkt. Die älteren Brüder stehen auf seiner Seite, weil sie wissen, dass er ihre Schwelgerei nicht beenden würde. Klingt vielleicht so, als wäre Nevla doch der bessere Kandidat. Er hat zwar auch so seine Hintergedanken. Also wenn er Abt werden könnte, aber er könnte verhindern, dass er Abt werden könnte, indem er einfach den Peter heilt. Weiß nicht. Passt irgendwie nicht ganz, oder? Warum willst du Abt werden? Oder nicht werden? Weil ich dieses Kloster nicht sehenden Auges ins Verderben schicken möchte. Wanderprediger sprechen vom korrupten, schwarzen Herzen der Kirche und ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich möchte die Dinge verändern und dem Kloster seine Bedeutung zurückgeben. Das ist alles. Danke. Friede sei mit dir, Bruder. Na, ich bin noch nicht ganz fertig. Gelobt sei Jesus. Mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Kann ich dich bei der Wahl irgendwie unterstützen? Das Zünglein an der Waage sein? Heinrich, nicht so laut. Was willst du tun? Den Turm erklimmen und rufen, wählt Nevlas, wählt Nevlas. Nicht ganz. Aber du hast einen Gegner. Johann. Er ist nicht mein Gegner. Er ist mein Bruder, genau wie du und alle anderen hier. Wir sind alle Kinder Gottes. Aber es gibt etwas, wobei du mir behilflich sein könntest. Bestimmt weißt du, dass hier viel Unrechtes getan wird. Ich würde gerne von Dingen erfahren, über die ich noch nichts weiß. Auf keinen Fall darf er darüber hinweg. Ich soll für dich herausfinden, was hier vor sich geht. Herumschnüffeln. Lass mich eines klarstellen. Ich möchte als Abt die Dinge hier in Ordnung bringen. Wenn ich nicht über all das Unrecht hier Bescheid weiß, mache ich nichts als leere Versprechungen. Also gut, ich finde heraus, was ich kann. Hab Dank, Bruder. Er macht keinen so blöden Eindruck. Der Nevlas kam mir sofort an mit hier. Der Johann kam sofort an hier mit Nevlas Kleinbekommen. Finde was heraus. Bei ihm jetzt nicht zwingend. Aber irgendwas führt er bestimmt auch im Schilde.
Rohr lässt sich durch Worte nicht bessern. Und auch diese. Was soll ich für dich herausfinden? Ich würde gerne von etwaigen Missetaten erfahren, sodass ich weiß, was mich als Abt erwarten würde. Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Na, wissen wir ja schon. So in etwa was. Mit ihm kann man darüber reden. Habe ich bisher den Eindruck? Ich möchte dich etwas... Oder aus Furcht vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens... Das ist nur so allgemeines Blablabla. ...kein Zögern geben, sondern sie erfüllen den Auftrag sofort, als käme er von Gott. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen beglückend... Ist auch ein Mönch, obwohl er eine Kapuze als einziger hier aufhat. Ob noch alle hier sind... Die wichtigen Personen sind dann wohl hier drüben. Ja, auch Mönch. Der Kellerer, der uns was über Schlösserer erzählen kann. Ja, den müssen wir auch noch sprechen. Stimmt, da gibt es ja einen dritten. Da würde ich erstmal sagen, er hier. Unterhalten wir uns. Ja, aber von der anderen Seite fällt mir gerade auf. Kann mich zwar eh nicht hinsetzen, es geht ja weg. Betet er die Wand an. Ah, Gregor, reden wir. Ah, jetzt hat er uns gesehen, deswegen spricht er uns gleich mit Namen an. Ah. Die da wären? Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Nee, will ich nicht. Oh, die gehen jetzt alle mittlerweile. Was, hier darf ich nicht? Achso, ach ja, die dürfen schon. Die Weißen sitzen noch alle. Okay. Kellerer. Du warst der da drüben? Ah, Gregor. Reden wir. Hallo, Matthias. Ich möchte dich etwas über... Das Allgemeine, genau. Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Dietricher! Eine Waffe. Naja, zum Töten, ne? Wein, den könnten wir jemanden unterschieben. Wasser predigen und Wein trinken, und zwar auf die wortwörtliche Art, hä? Eigentlich brauche ich ja doch nichts. Also wir... Bibliothekar und der Prios, die haben einen Schlüssel. Dann brauche ich jetzt nicht zwingend Dietricher. Wenn ich erwischt werde, dann sind die eh weg. Ich brauche erstmal nichts. Eigentlich brauche ich doch nichts. Was wäre als nächstes an der Reihe? Acht Uhr Arbeit in der Werkstatt der Brüder. Bruder Nevlas. Arbeit in der Werkstatt der Brüder. Wo ist das denn? Danach käme Futter, ne? Nee. Ach nee, dann ist gerade mal 10 Uhr. Der Bibliothekar sagt das. Nachmittagsgebete müssen wir auch anwesend sein. Und Gemeinschaftsabendmahl wäre jetzt nicht verpflichtend. Also futtern kann jeder, wer will. Wir haben es noch nicht ganz 8 Uhr. Aber wir müssen hier im Grunde gar nicht sein. Oh, jetzt gibt's Ärger. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Nein, erst 8 Uhr. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich war dort, wo ich sein sollte. Ich war nur spät dran, weshalb mich wohl niemand bemerkte. Wirklich? Nun gut, dieses Mal vergebe ich dir, aber nächstes Mal wirst du wie jeder andere bestraft. Nein.
Der Johann, der ist mir bisher wirklich aus dem Gefühl heraus am unsympathischsten von den beiden. Von Neblas und eben Johann. Kann ich ihm nicht einfach zeigen? Hier, guck mal, arbeiten erst ab um 8. Steht ja da geschrieben und auf der Uhr ist es noch nicht um 8, also bitte. Blödmann. Wo finde ich jetzt die Werkstatt? Am Alchemietisch. Ach, Moment, Alchemietisch. Wo war der nochmal? In der Ecke unten rechts, na, bin ich schon. Jetzt haben wir hier Kräuterkundlern. Was ist hier eigentlich für Kram? Hier war die Bibliothek, oder? Wo ist das Ding? Warum sollen alle? Jetzt dürfen wir hier sein. Jetzt, wenn die meisten gehen, geht das. Alchemietisch im Keller? Aber da war jetzt keine Kellertreppe in der Ecke, oder? Hier ist nämlich nichts. Was waren das jetzt? Sie waren Seitenblättern zu hören. Ah, Alchemietisch gefunden. Den habe ich schon mal gefunden, als ich hier war. Wieder eine herausgerissene Buchseite. Ja, wir haben eh nichts dabei, was wir brauchen könnten. Oder dürfen wir uns hier bedienen? Was ist hier drüben drin? Nix. Sonnenlicht ist schon schön, wie das hier reinscheint. Das ist eine einfache Mönche, die wissen eh nichts. Hey! Unterhalten wir uns. Aha. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Heute sollst du zwei Tränke brauen, die die Verdauung anregen. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Man kann ja wirklich arbeiten. Na gut, das wundert mich nicht, nachdem man auch so genau sein Schwert schleifen kann und alles. Tagesabläufe. Oh, 4 von allem. Ich meine, wir nehmen ja bloß alles, wir stehlen ja nichts. Wir brauchen es ja. Verdauung anregen sollen wir. Also Abführmittel auf Deutsch. Das, was wir alles kennen. Sonnestrunk, Verdauungstrank. Was? Hahnschreitrank? Wer die Augen nicht öffnen, offen halten kann. Ach so, Energietanken. So ein altmodischer Energy Drink. Noch so einiges bevorsteht, möge er diesen Trank kosten und neue Kraft schöpfen. Alkohol, Handvoll Baldrian, 2 Handvoll Minze, zerkleiner die Minze. Blubbidi-blub, Hahnschreitrank ist das. Retterschnaps, Ringeblumenaufguss, Meerhoyet-Heilmittel, Trank des Nachtfalken, Gift. Können wir ja alle vergiften. Strauchdieb-Trunk kennen wir schon. Und das war's. Und noch 2 Seiten. Naja, noch 3. Noch mehr. So, jetzt. Nein. So oft habe ich nicht gedrückt. Ich müsste halt nochmal nachlesen, wie der geht. Hast du dich überfressen oder hemmungslos dem Alkohol hingegeben? Dann probiere diesen Trank, um deinen Magen zu beruhigen und denk in Zukunft daran, wer ein maßvolles Leben führt, lebt länger. Du benötigst Alkohol, eine Handvoll Minze und 2 Handvoll Kamille. Haben wir schon vorbereitet, oder? Sollte doch. Alkohol, Handvoll Minze,
eine Handvoll, einmal Minze, da steht sie auch rechts, zweimal Kamelle. Kamelle klein machen, alles in Kessel und ein Sanduhrdurchlauf kochen. Alkohol, einmal Minze, zweimal Kamelle. Benutzen. Minze. Hier könnte echt eine bessere Beleuchtung sein. Ich will nämlich genau sehen, wie das aussieht, das Zeug. Patz. Das Geräusch eines Mörsers ist schon... Gänsehaut, oder? Sowas wie Tafelkratzen. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, das Geräusch hier, aber daran erinnert mich das gerade. Wenn ihr gerade mit dem Kopfhörer oder generell euren Sound aufdreht, beim Herummörsern, dann könnt ihr das vielleicht gerade nachempfinden. Achtung, Kopfhörer aufdrehen. Und lauschen. Na, was sagt ihr? So einen Sanduhrdurchlauf kochen. Blasebalg war Q und Sanduhr kann ich direkt angucken, könnt aber auch F drücken. Bums. Und abfüllen das Ganze zweimal. Das sieht immer noch genauso aus. Und ein Verdauungstrank. Oh, schon zwei. Heu. Haben wir das schon, diese Fertigkeit? Zwei mit einmal brauen? Oder ist das hier bloß gerade der Fall, damit man hier schneller vorankommt? Egal, wir haben es geschafft. Hier, guck mal. Ging ganz schnell. Was gibt es, Bruder? Fertig. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Unsere erste Aufgabe. Und schon unterrichten wir bald. Hat er noch mehr Aufgaben für uns? Bestimmt, oder? Was wünschst du, Bruder Gregor? Nee. Geht nicht. Haben wir jetzt frei? Mal gucken, wenn ich hier rausgehe. Okay. Wie die ganzen Gefäße da aufploppen. Ah, draußen ist so schön. Die schöne Welt da draußen, die würde ich gerne wiedersehen. Ah, es kribbelt schon. Verbände. Die Tränke haben wir jetzt alle abgegeben, oder? Nee, einen behalten und einen abgegeben. Und ich habe Kräuter dabei. Ich habe Kräuter dabei, dann kann ich mir noch ein paar Tränke brauen und mit denen böse Sachen machen. Zum Beispiel Leute beschwipsen. Ich könnte das ins Essen tun, dann pennen alle, dann habe ich hier freie Bahnen für alles. Wäre das eine Idee? Ich muss ja jetzt nicht zwingend jemanden vergiften, weil dann komme ich ja gleich in den Kerker. Aber ich könnte ja dafür sorgen, dass die hier pennen. Nachtfalkentrank wäre eigentlich auch nicht verkehrt, so schlecht beleuchtet, wie das hier teilweise ist. Vorbereiten kann ich es nicht. Habe ich dafür nicht alles beisammen oder warum? Ich brauche Mohn, Einbeere und Distel. Mohn, Einbeere und Distel. Habe ich nicht dabei, schade. Ich habe gar nichts davon. Wenn man das hier drin wohl nicht braucht. Schade. Das wäre interessant geworden. Hätte ich das machen können. Alle schlafen legen.
Hat sich das nachgefüllt? Nein, leider nicht. Ah, ein goldener Zierkelch, den kann ich draußen verticken. Da ist was drin. Oder? Sieht das? Doch, da ist irgendwas drin. Tinte vielleicht. Na egal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich gehe nicht auf den Tisch und ja, mal gucken, was uns in der nächsten Folge so bevorsteht. Wir haben ja noch mehr Arbeit zu entrichten. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.